Einwürfe in FIFA 15 können nervig sein. Sie nehmen die Geschwindigkeit aus dem Spiel und sorgen damit meistens für Frust. Doch auch von der Seitenlinie kann man gute Konter starten oder für gefährliche Torvorlagen sorgen. Um den Standardeinwurf auszuführen, müsst ihr einfach den linken Stick in die Richtung eines Mitspielers halten und die Passtaste drücken. Mit der Flankentaste könnt ihr einen langen Einwurf zu einem weiter entfernten Mitspieler machen. Diese Technik sollte wohl fast jedem bekannt sein. Doch was viele nicht wissen, man kann auch einen Ball in den Lauf werfen oder einen Spieler direkt anwählen, um sich vom Gegenspieler zu lösen. Um das Leder in den Lauf zu werfen, haltet den linken Stick in die Richtung, in die ihr den Ball platzieren wollt, wartet auf einen Mitspieler und drückt Dreieck bzw. Y, um den Ball weit vor den Spieler zu bekommen. Dieser Einwurf eignet sich perfekt, um an nervigen Gegenspielern vorbeizukommen und wieder Tempo aufzunehmen. Für die perfekte Kontrolle bei euren Einwürfen könnt ihr einen Spieler aber auch direkt anwählen. Dafür flickt ihr den rechten Stick einfach in die Richtung, in der euer Teamkamerad steht. Diese Funktion eignet sich auch gut, um den Gegner abzulenken, damit der Weg zum Mitspieler frei wird.